Du hast gerade aber Ja. schon gesagt, du findest den ganz faszinierend. Wie bist du überhaupt diese Faszination Pilze? Wie kam das bei dir zustande? Ja, also ich würde sagen, das sind eher mehrere Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich besonders eben in die zu den Pilzen gefunden habe. Zum einen eben habe ich auch schon relativ früh angefangen, die Natur zu fotografieren. Und auch als ich noch nicht Biologie studiert habe, habe ich schon sehr viel fotografiert. Und wenn man in der Natur unterwegs ist, begegnen einem eben viele Pilze. Und ich habe Wenn damals man so in sie meiner, wahrnimmt, ja. wenn man sie wahrnimmt, genau, ich hatte damals auch so ein Makroobjektiv und da kriegt man ja dann meistens eh über den Waldboden und sucht irgendwelche schönen Motive. Und da sind mir eben auch sehr, sehr viele Pilze ins Auge gefallen, besonders natürlich die mit den kräftigen Farben, weil so ein Pilzauge muss man ja auch erstmal so ein bisschen trainieren. Da fallen einem anfangs meistens eher die auf, die eben besonders schöne Farben haben. Jeder kennt ja den Fliegenpilz, der leuchtet einem eigentlich schon von Weitem entgegen. Und ich habe viele Pilze damals fotografiert, konnte aber eigentlich gar nicht so viel damit anfangen, was ich recht schade fand. Aber so in der schulischen Laufbahn, ja, da hatte man eigentlich nicht viel mit Pilzen zu tun. In meiner Familie, meine Großeltern haben Pilze noch gesammelt, mein Großvater zumindest. Aber auch da habe ich auch nicht viele Berührungspunkte mit gehabt. Und dann habe ich mich irgendwann für ein Biologiestudium entschieden. Und im Biologiestudium sind mir dann die Pilze wieder begegnet. Sehr schön. Und ja, haben mich einfach total fasziniert, weil sie eigentlich ja so mystisch sind und auch es gibt noch so viele Rätsel über Pilze. Und das fand ich eben auch so faszinierend, dass es da doch noch etwas gibt, wo einem niemand Fragen beantworten kann. Man denkt ja meistens, man geht ins Studium und dann lernt man alles. Und da habe ich eben gesehen, dass insbesondere bei den Pilzen super viele offene Fragen sind, die nicht geklärt sind. Und ja, alleine deswegen fand ich es schon total spannend, aber auch einfach, weil ich so viel Neues gelernt habe im Studium und was ich vorher gar nicht wusste. Ziemlich Und abenteuerlich eigentlich, oder? Wenn du sagst, ja, genau, da das gibt es macht es gar nicht so irgendwie auch viel. Ja, so. cool. Ja, das macht es irgendwie auch so spannend, dass es so ein bisschen ein kleines Abenteuer ist. Auf das man sich halt auch einlässt, ne? Weil man meistens auch nicht alles irgendwie wissen kann. Und da sind halt eben auch Fragen, die einem niemand beantworten kann. Das macht es eben noch mal spannender. Ja, also einmal über diesen ästhetischen Weg, aber halt eben dann auch über die Uni. Und ich hatte das Glück, dass bei mir im Studium auch Module über Pilze angeboten wurden, beim Herrn Professor Langer. Und ja, da hatte ich dann eben auch das Glück, dass ich da auch tiefer in das Thema einsteigen konnte, weil das ist ja auch nicht an jeder Hochschule so.